Na und da. Eine Deutschlandreise zu und mit ihren Euronics-Händlern. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Na und da, dem Euronics-Händler-Podcast. Mit dem Podcast werden wir in Zukunft alle zwei Wochen in Deutschland akustisch unterwegs sein und in jeder Folge einen Euronics-Händler besuchen. Der erzählt uns dann was über sich, über seine Region, gibt Tipps, verrät Tricks. Dann gibt's auch noch ein Top-Angebot nur für euch Podcast-Fans. Wie ihr da rankommt, erkläre ich später. Ich sag schon mal, es lohnt sich. Ich bin der Wolfgang und mir im Studio zugeschaltet ist Christoph Lux vom Euronics Lux Team in Köthen. Hallo Christoph. Ja, grüß dich Wolfgang, hallo. Wie geht's euch denn? Kurz vor den Ferien, hier läuft alles gut. Christoph, ich weiß es ja, aber viele wissen es vielleicht nicht. Wo liegt Köthen? Erzähl mal. Oh, ich habe Freunde bei euch da unten im Schwäbischen, die stellen mich immer vor und sagen, das ist der Christoph aus Berlin. Das passt nicht ganz, weil Berlin noch 120 Kilometer weg ist. Und dann sagen manche, nach der Sprache kommst du bestimmt aus Sachsen. Da sage ich, nee, Sachsen möchte ich auch nicht, aber genau in der Mitte zwischen Leipzig und Berlin, da ist Köthen. Aha, das war's jetzt zu Köthen und jetzt kommen wir zu dir. Ein Händler stellt sich vor. Wow, was für ein Jingle, mein lieber Mann. Euronics Lux Team heißt ihr ja. Ist ja ungewöhnlicher Name. Ich nehme an, kein Doppelname, sondern der Name ist Programm. Wir sind eben eine kleine Familie. Wir haben jetzt 17 Mitarbeiter und das ist sehr familiär und deshalb Team. Ja, wir gehören zusammen und so ergänzen wir uns halt auch ganz gut. Wer unseren Podcast auf YouTube anhört, der sieht jetzt ein Foto deines Geschäftes. Ein großes, alleinstehendes Euronics blaues Gebäude mit großem gelben Stern über der Tür. Beschreib doch mal, wie das ist, wenn man zum Euronics Lux Team kommt. Im Eingang eine elektronische Abholstation. Also wenn der Kunde bei uns was online bestellt, dann kann er das auch, kriegt er von uns einen Code und kann das Tag und Nacht abholen, ohne dass er ins Geschäft kommen muss. Und das war zum Beispiel in der Corona-Zeit, ja, spektakulär. Wir konnten den Kunden wirklich weiterhelfen, ob das mit Tintenpatronen war oder Kleinteilen oder auch Reparaturen, ohne dass wir miteinander in Kontakt kommen mussten. Das erwartet dich also, wenn du reinkommst und wenn du dann in den Laden betrittst, dann erwartet dich ein großer, aufgeräumter, hoher, heller Laden oder ein Geschäft, wo das, wo viel Platz ist, wo wir große Fernsehgeräte zeigen können, wo wir auch lecker Kaffee trinken können, weil viel Platz dafür da ist. Viel Platz heißt bei euch 600 Quadratmeter Verkaufsfläche und 4000 Quadratmeter drumherum, wie du mir erzählt hast. Und jetzt auch wieder mit Kunden im Geschäft, endlich wieder nah und da zu sein für den Kunden. Das ist schon mehr so Lux-Team. Ja, absolut. Also das ist schon schwer, wenn du ein Fernsehgerät am Telefon verkaufen sollst. Ein Fernsehgerät musst du sehen oder ein Radio, den musst du hören. Und wenn du dann ein Radio kaufen willst oder eine Musikanlage und du sagst, ja, klingt gut, das funktioniert nicht, das macht keinen Spaß. Das geht vielleicht bei einem Gefrierschrank, da kann man sagen, ja, es passt alles rein. Aber bei irgendwelchen emotionalen Dingen ist das schon schwer. Das Lieblingsprodukt. Das ist so Musikanlagen von Sonos oder Yamaha, die du im Raum, im Haus verteilen kannst und in jedem Raum überall was anderes hören kannst. Und wenn du das vorführst und du spürst, dass die Menschen, ja, ich sag mal, was sehen, was sie vorher nicht kannten, das macht mir besonders Spaß. Das glaube ich. Apropos sehen, was man vorher nicht kannte. Ihr habt ja bei Euronics Lux Team einen Service bzw. eine Spezialität, die man so nicht erwarten würde. Was ist das? Moment, da gibt's vorher noch einen Jingle. Achtung! Spezialität des Lux-Teams. Wir bauen Klimaanlagen ein. Wir installieren Klimaanlagen in einer Festmontage. Also wir haben auch Standgeräte, wo du so einen Schlauch aus dem Fenster hältst, ja, für da, wo es überhaupt nicht geht. Aber wenn du jetzt in deinem Haus oder in deiner Wohnung oder Büro eine Klimaanlage installieren möchtest, die leise, ohne Wind und was weiß ich, wie funktioniert, mit Fernbedienung funktioniert, dann installieren wir die komplett. Dann verlegen wir die Rohre. Unsere Mitarbeiter sind ja zertifiziert, die dürfen das. Und das macht besonders viel Spaß. Aber dann zu sehen, wie glücklich die Kunden sind und wo die sagen, jetzt können wir endlich wieder richtig schlafen oder im Büro konzentrieren. Das macht Spaß, das ist eine Spezialität von uns. Für dein coolstes Zuhause der Welt. Da sind wir gleich beim nächsten Thema. Zuhause, nah und da. Jetzt wollen wir mal über Köthen und Umgebung sprechen. Moment, da gibt's noch einen kleinen Jingle. Der Christoph Lux Köthen-Tipp. Für mich ist zum Beispiel wichtig, dass Johann Sebastian Bach 6 Jahre bei uns in Köthen war und gearbeitet hat. Und was ich daran spannend finde, dass der größte Teil der brandenburgischen Konzerte hier in Köthen entstanden ist. Und eigentlich wäre es schöner, das würden die köthenschen Konzerte heißen. Nicht traurig sein, Christoph. Du hast mir ja vorher erzählt, diese Bach-Geschichte, die ist wichtig für Köthen. Das ist wichtig. Ich singe selber im Bachchor und habe da Freude dran.
Und es gibt jedes Jahr die Bachfesttage. Wann sind die? Die Bachfesttage sind immer im September. Und mehr Infos gibt's unter bachfesttage.de. So, und jetzt noch einen ganz heißen Tipp vom Christoph Lux für ein Urlaubsziel. Für alle diejenigen, die noch nicht wissen, wohin, beziehungsweise die wissen, wohin, aber nicht hin können, weil man da gar nicht mehr hin darf. Goitsche Seen. Also Goitsche, G-O-I-T-Z-S-C-H, Seen. Kann man segeln, surfen, angeln, alles. Mediterranes Feeling, sagt der Christoph. Gebt's mal ein bei Google. G-O-I-T-Z-S-C-H-E. So, meine lieben Podcast-Fans, wenn ihr diesen Sound hört, dann kommt das Podcast-Schnäppchen. Ja, immer ein super Produkt zu einem noch supereren Preis. Dieses Mal handelt es sich um einen Bluetooth-Kopfhörer, den JBL E65 BTNC. Insider wissen, was ganz Feines. Den gibt es für 79 Euro auf euronics.de/podcast. Und für euch Podcast-Freunde noch 20% billiger, wenn ihr den richtigen Code eingebt. Dieser Code besteht aus 4 Buchstaben. Es ist der Name des Namensgebers der Festspiele in Köthen. Habt ihr aufgepasst? Kein Problem also. Davon habe ich 100 Stück, die gibt's solange der Vorrat reicht, aber pro Person nur einen Kopfhörer, klar? Also euronics.de/podcast. Das war das Podcast-Schnäppchen. Ich sag mal, ranhalten, das Angebot ist zu gut, bevor es den Bach runtergeht. Zwinker, zwinker. Kommen wir wieder zu Christoph Lux. Ich habe ihn nach seinem lustigsten Erlebnis als Euronics-Händler gefragt. Und diese Geschichte, die hat er mir dann erzählt. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Der hat einen Kunden einen Kühlschrank gekauft. Und dann fragt er mich, sagen Sie mal, Herr Lux, kriege ich denn das in mein Auto rein? Und dann habe ich den Kunden gefragt, na, was haben Sie denn für ein Auto? Und dann sagt er, Applaus. Und da habe ich gesagt, ja wie jetzt? Welches Auto? Welche Marke? Na, Applaus. Und ich habe das nicht verstanden. Ich denke, was will er denn? Und dann habe ich aber wieder getraut zu sagen, wissen Sie, mich interessiert nicht die Farbe, sondern mich interessiert das Auto. Na, wissen Sie nicht, Daihatsu Applaus. Früher hießen die Autos auch noch Kadett. Na gut, einen Kühlschrank hätte er auch nicht reingekriegt. Wir kommen zur letzten Rubrik. Die Nominierung. Das muss ich erklären. Jeder Händler darf den nächsten Händler des nächsten Podcasts vorschlagen. Und Christoph, wen schlägst du vor? Also ich schlage die Euronics Nails in Neubrandenburg vor. Der Thoralf Nails hat dort auch ein ähnliches Fachgeschäft wie wir. Und wenn ihr dort seid, müsst ihr ihn fragen, was er denn gegen meine brandenburgischen Konzerte, in Klammern köthnischen Konzerte, zu bieten hat. Das war sie, die erste Folge des Euronics Händler Podcasts. Na und da mit Christoph Lux aus Köthen. Danke, Christoph Lux. Danke dir, Wolfgang. Und mal vielleicht herzlich willkommen in Köthen. Ich komm, da kannst du sicher sein. In 2 Wochen sind wir bei Euronics Nails in Neubrandenburg. Denkt an das Euronics Podcast-Schnäppchen, euronics.de/podcast. Ja, ich bin der Wolfgang, bis in 2 Wochen, wir hören uns. Das war Nah und Da, eine Deutschlandreise zu und mit Ihren Euronics-Händlern.